Und jetzt geht's mit den Bildern zu AC/DC. Heute Spezialeffekte nutzen. Anlass für das heutige Video ist ein Post von Christian. Christian ist ebenso wie ich und noch viele andere hier in Lüneburg in der digitalen Dunkelkammer aktiv. In Vor-Corona-Zeiten haben wir uns regelmäßig zum Erfahrungsaustausch über Fotografie im Allgemeinen und AC/DC im Besonderen getroffen. Seit diese Treffen nicht mehr möglich waren, bleiben wir über WhatsApp in Kontakt. Und genau in dieser Gruppe hat Christian heute dieses Bild gepostet. Ebenso das Original und eine Beschreibung, welche Filter er benutzt hat. Das bringt mich zum heutigen Thema. Spezialeffekte nutzen. Davon gibt es bei AC/DC im Modus Bearbeiten, Hinzufügen, Spezialeffekte so um und bei 60 Stück. Vielleicht ist es sogar genau 60 Stück. Ich werde beispielhaft zeigen, wie ich die Filter Verlagerung und Spiegel im Modus Bearbeiten in AC/DC Ultimate 2021 anwende. Also dranbleiben, jetzt geht's mit AC/DC weiter. So, da bin ich wieder und ich habe AC/DC schon mal geöffnet und unter anderem auch meinen Korb für das aktuelle Videoprojekt, was ich heute zeigen will. Ich zeige euch mal die Bilder in der Ansicht. Ich möchte aus diesem Bild und diesem Bild ungefähr das rausbekommen. Das ist also meine heutige Aufgabe. Dazu gehe ich jetzt also mit dem Bild in Bearbeiten. Verdopple wie immer als erstes einmal diese Ebene, weil die Sachen auf dieser Seite ja destruktiv sind. Deswegen mache ich auf jeden Fall immer erstmal eine Kopie und werde jetzt zu dieser Ebene einen Spezialeffekt hinzufügen. Die findet man hier drüben, wie ich eben schon sagte. Ich werde ihn hinzufügen unter Spezialeffekte. Und ich sagte ja, davon gibt es insgesamt 60 Stück. Und ich möchte jetzt gerne die Verlagerung, das ist also unter V wie Verlagerung, oder es läuft hier auf dieser Seite, man kann entweder alle auswählen oder man kann auf dieser Seite, hat AC/DC die vorgegliedert und da es sich um eine Verzerrung des Bildes handelt, gehe ich jetzt auf die Verlagerung und man sieht schon, das Bild sieht schon etwas anders aus. Ich habe für dieses Bild, ich glaube, ungefähr eine Stärke von so in der Größenordnung rausgesucht. Die Breite war aber viel geringer, nur 1, ganz fein. Ich könnte auch etwas höher gehen, können wir ja diesmal mal machen. Nehmen wir mal 6 und ich habe sie genau senkrecht gestellt, also auf 90 Grad. Und die Hintergrundfarbe soll das Bild sein, sonst ergänzt also diese schwarzen Teile oder das, was aus dem Bild durch die Verlagerung rausgeht, ergänzt er dann über die hier angegebene Farbe. Ich möchte das aber als Bild am Ende haben und sage jetzt, okay, das ist fertig. Jetzt nenne ich also diese Ebene um und Ebene umbenennen und sage, das ist meine Ebene Verlagerung. So, jetzt dupliziere ich diese Ebene wieder und benenne das jetzt schon mal um, also Ebene umbenennen. Ist das recht, recht? Ja, Spiegel. Okay, so, das heißt, auf dieser Ebene will ich jetzt meinen Spiegel anwenden, also wieder den Spezialeffekt. Und auch der Spiegel ist hier unter Verzerrung. So, er hat jetzt also senkrecht bei der Hälfte eine Linie gezogen und spiegelt die andere Seite darauf. Nur gefällt mir das nicht so und ich kann also hier an dieser Seite entweder sagen, er soll das spiegeln oder er soll es so spiegeln. Das heißt, ich gehe hier etwas weniger. Wir können es auch so machen oder so. Ich lasse es jetzt mal so. So lassen wir das. Wir sagen fertig. Das ist also jedem, wenn er das macht, selbst überlassen, wie er den Spiegel wählt. Ich entscheide auf fertig. Und jetzt
wird oberhalb dieses Bild, also das zweite Bild, eingefügt. Dauert immer wieder einen Augenblick, bis er das geladen hat an die Stelle. Ich sage, genau da soll sie stehen. Und dieses Bild bekommt jetzt also eine Maske. Und ich male diese Maske mit einem schwarzen Pinsel. Male ich auf dieser Maske alles, was ich weghaben will. Aus. So, damit ihr nicht so lange warten müsst, wie ich hier feinsinnig maskiere, lösche ich diese Ebene mal wieder, denn ich habe da mal was vorbereitet, wie das immer so schön sagt, in irgendwelchen Fernsehsendungen. Nein, abbrechen, das will ich nicht. Ich will dieses in den Papierkorb werfen. So, und ich habe nämlich schon mal gestern Abend ein bisschen vorgearbeitet und habe das mal ganz fein maskiert. Und ihr seht, jetzt ist also dieses Bild hier maskiert und ich kann das also hier so entsprechend rein. So soll es sein. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, da fehlt noch was. Und zwar so ein bisschen Schatten, dass sich die Figur ein wenig abhebt. Deswegen füge ich oberhalb der Ebene Spiegel eine neue Ebene ein. Ich benenne die schon mal gleich mal um und sage umbenennen und schreibe Schattenfigur. So. Diese Ebene bekommt als Verrechnungsmodus weiches Licht und ich fülle sie mit 50% Grau. Dann passiert nämlich gar nichts bei weichem Licht. Einmal okay. Einmal reinkippen. Wie ihr seht, ist sie hier grau geworden und hier auf dem Ding ist gar nichts passiert. Das, was jetzt passieren soll, das passiert nämlich jetzt, indem ich hier wieder schwarz auswähle. Okay. Den Pinsel habe ich. Und jetzt einen relativ weichen Pinsel mit einer Deckkraft irgendwo, ja, 30% ist ganz gut, und einen weichen Pinsel. Und ich kann jetzt hier einfach auf der Figur malen, weil ich bin ja eine Ebene da drunter. Das heißt, wenn ich hier auf der Figur male, passiert der Figur gar nichts. Aber hier hinten entsteht ein leichter Schatten. Seht ihr das? Ja, ne? So. Es entsteht also ein leichter Schatten. So, und den kann ich jetzt so lange malen, bis er mir gefällt. So weit, so gut. Aber das ist noch nicht aller Tage Abend, weil mir gefällt also noch nicht, wie hier die Farbzusammensetzung ist. Ich würde gern den Hintergrund noch mehr in dieses Grün dieser Figur haben. Deswegen gehe ich wieder auf den Spiegel und sage hinzufügen. Und zwar möchte ich eine Farbe hinzufügen. So, er hat diese Farbe ausgewählt, die hat er standardmäßig drin. Da möchte ich aber gerne eine andere haben. Klicke also auf die Farbe rauf, bekomme das Farbauswahlfenster. Und dieses Farbauswahlfenster hat ja aber auch eine kleine Pipette. Und da wähle ich hier eins von, ja, hier dieses mittlere grünliche. So, ich schalte das mal aus. Das war das Original und das ist das so. Und somit ist das Bild jetzt fertig. Ich zeige jetzt noch einen Bonus. Bleibt also unbedingt dran. So, jetzt kommt mein kleiner Bonus für den Spezialeffekt Spiegel. Und zwar will ich euch das zeigen. Spezialeffekt Spiegel. Ich klicke hier also auf Spezialeffekt. Ich klicke auf Spiegel. Jetzt teilt er mir das da in der Mitte. Will ich aber gar nicht. Sondern ich hatte mir vorher schon mal überlegt, ich könnte das ungefähr an dieser Stelle teilen. Und noch ein Stück weiter rechts. Ja, da. Nur fehlt mir hier rechts ja so viel. Und das würde ich aber, das was hier also jetzt auf dieser Seite ist, ich würde es gerne so, ich sag mal, dass dieses mittig ist. Also quadratisch zuschneiden. Geht aber nicht mehr. So, und da will ich euch jetzt diesen kleinen Trick verraten, wie das funktioniert, wie das trotzdem funktioniert. Ich beende das mal und mache Folgendes. Ich füge einen Rahmen hinzu, aber nicht auf der Seite und sage nicht links 100, sondern
rechts 100. Erstmal, einmal fertig. Ja, das dürfte ausreichen. Oder ich nehme jetzt statt Rahmen 100, nehme ich Rahmen ungefähr 50 dazu. Das ist im Prinzip egal. Fertig. Ja, das kommt hin. Also nochmal Spezialeffekt. Spiegel. Und noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das Loch will ich da nicht haben. So, so soll es jetzt sein. Fertig. Also das Wichtigste war, dass ich euch gezeigt habe, wenn man am Rand spiegeln will, dass man vorher einfach ein Stück Rahmen hinzufügt. Und jetzt gehe ich in Zuschneiden. Ich schränke die Proportionen ein und ich möchte aber ein Quadrat haben, 1:1. So, da ist meine Mitte. Das soll mein fertiges Bild sein. Fertig. So, dann wünsche ich euch jetzt fröhliches Nachmachen und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, schreibt mir das in die Kommentare und wenn ihr mehr davon sehen wollt und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ruhig meinen Kanal. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.